ich begrüße Mike Steiner. Ich habe vorhin das Spiel gesehen, Achtelfinale gewonnen, 6-1, 6-4. Wie war dein Eindruck von dem Spiel? Der erste Satz lief sehr, sehr gut. Ich habe sehr gut angefangen, habe sehr aggressiv gespielt, konnte die Punkte sehr gut diktieren. Der erste Satz ging ja relativ schnell an mich. Zweiter Satz war das erste Spiel sehr, sehr schwierig. Er hat sehr, sehr solide gespielt die ganze Zeit über. Bälle wurden ein bisschen langsamer, musste ich sehr, sehr kämpfen. Da musste ich auch einige Breakbälle abwehren, da habe ich dann gut hinbekommen. Und dann war der zweite Satz sehr umkämpft. Und am Ende habe ich dann meine Chancen dann ein bisschen besser nutzen können und habe es dann für mich entscheiden können. Ja, das war im Prinzip ein Break. Genau, ne? Das wirklich entschieden hat. Ja. Aber ansonsten wäre es in den dritten Satz gegangen oder gibt es einen Teil? Genau, es wäre in den dritten Satz gegangen, genau. Und heute waren die Temperaturen auch ein bisschen anders. War schon sehr anstrengend heute, muss ich sagen. Deswegen bin ich froh, dass ich das in zwei Sätzen über die Bühne bekommen habe. Ja. Das Viertelfinale morgen, es wird wärmer. Wollte ich bloß mal ankündigen. Also ich will keine Angst machen. Kennst du den Gegner schon? Ich kenne einen, die spielen jetzt gerade auch, Adrian Oetzbach. Mhm. Ist ein ganz guter Freund eigentlich, den ich öfter auf der Tour sehe. Den anderen Spieler ist ein Junger, kenne ich nicht so gut, aber die spielen gerade. Ich werde auch gleich nochmal mir ein paar Spiele anschauen, damit ich ein bisschen weiß, wie die gerade drauf sind. Und dann hoffe ich auf ein gutes Match morgen. Und ja, wie wichtig ist es, dass man den einfach mal beobachtet hat und weiß, wie er so spielt? Ja, schon wichtig, vor allem jetzt unter den Bedingungen hier. Ich meine, jedes Turnier ist immer ein bisschen anders. Und wenn man hier so einen guten Einblick nochmal bekommt, macht schon Unterschied, damit man so ein bisschen weiß, was auf einen zukommt. Also das spielt schon eine Rolle, definitiv, ja. Dein Ziel ist Finale? Ja, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ne? Ich möchte jetzt hier nicht schlechtes Karma mir holen, wenn ich jetzt sage, ich will so und so weit kommen. Aber ich schaue von Match zu Match und natürlich möchte man am Ende weit kommen. Aber Match für Match, das ist immer am besten gelaufen, wenn ich mich darauf konzentriert habe. Das möchte ich und wünsche ich dir auch. Deswegen finde ich es auch völlig in Ordnung, wenn du das so beantwortest. Ich drücke dir die Daumen, dass die Matches richtig gut tun, dass du dein bestes Tennis abrufen kannst und mit dem, was du gemacht hast, zufrieden bist. Also ich glaube, das ist auch im Sport immer eine ganz wichtige Sache. Definitiv. Ja, und vielleicht sehen wir uns das eine oder andere noch. Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Vielen Dank. Danke für das Interview. Danke. We'll be right back.